riecht aber gut. Endlich sind sie alle aufgestanden. Oh, guten Morgen, kleiner Donner. Knickrohr hat es ja sehr eilig. Er klappert schnell alle Tippis ab für sein Frühstück. Komm da raus, Knickrohr. Da mag ja leider kein Gras. Die Friedenspfeife. Hey, warte mal. Was ist denn los mit Knickrohr? Komm herein, Yakari. Sieh doch bitte, was dieser tölpelhafte Hund mit der Zeremonienfriedenspfeife angestellt hat. Das Material für den Pfeifenkopf stammt aus einem besonderen Steinbruch. Er ist für unseren Stamm heilig. Ein Unglück, denn ohne die Friedenspfeife wird sich der große Geist nicht von mir beirufen lassen beim Tanz der Bisons. Können wir aber den großen Geist nicht in unsere Mitte rufen? Wird diese Zeremonie nicht gelingen und die Bisons werden den Weg in unsere Täler nicht finden. Stell dir das mal vor, wir können nicht auf die Jagd gehen und unser Stamm hungert. Diese Zeremonie findet schon in 3 Tagen statt. Dafür brauchen wir unbedingt einen neuen Stein. Mein Sohn, unsere Ältesten haben entschieden, du wirst zu dem heiligen Steinbruch gehen und den Stein holen. Ich bin ihnen die große Ehre dankbar, Vater. Nun zieh los, Yakari. Lass dich nicht beirren und folge dem Weg, den dein Herz dir weist. Hier, Yakari, nimm diese Wegzehrung für deine Reise. Danke, Mutter. Hab keine Angst, ich bin vorsichtig. Los, kleiner Donner! Geh, Yakari. Totentier wacht über deine Schritte. Yakari? Und der Schamane sagte, ich soll dem Weg folgen, den mein Herz mir weist. Ich bin es, Yakari, und ich wache über dich. Doch deine Aufgabe kannst du nur allein erfüllen. Du willst in diesen Wald hinein, Yakari? Das ist doch nicht unser Weg. Wir galoppieren schon eine Weile. Eine Pause tut uns gut. Komisch, irgendwie ist mir, als würde uns jemand folgen. Ich habe nichts bemerkt. Gib mir was zu essen, ich habe schon gar keine Kraft mehr zum Fliegen. Bitte! Achte nicht auf ihn, behalt dein Essen, sonst hast du auf dem Rückweg nicht... Hallo, Großschnabel, wenn du willst, kannst du gerne etwas von mir abhaben. Jetzt habe ich wieder neue Kraft und kann weiterfliegen. Und zum Dank singe ich nun ein fröhliches Lied für dich. Danke für dieses schöne Lied. Ich werde es nie vergessen. Das macht dich zwar nicht satt, wenn du Hunger kriegst, aber es sorgt für gute Laune. Also langsam kann ich das Lied wirklich nicht mehr hören. Schau mal, kleiner Donner. Großer Adler ist wieder da. Ich sollte ihm wohl folgen. Bestimmt will er mir da was zeigen. Meinte der Schamane nicht, lass dich nicht ablenken? Ja, aber er sagte auch, folge dem Weg des Herzens. Und ich spüre, dass ich dort gebraucht werde. Müssen wir den Steinbruch denn nicht lange vor Einbruch der Dunkelheit erreichen, um wieder zurückzukommen? Erst sehen wir uns das an. Hör auf, du machst dir den Kopf kaputt. Du sprichst unsere Sprache. Ja, das ist ein Geschenk von Großer Adler. Ich bin Yakari. Komm ja nicht mehr. Ich will nicht, dass du mich zu deinem Stamm schleppst. Pass bloß auf, die ist richtig wütend. Oh, sei nicht böse, kleiner Mensch. Ich will nur meine beiden Freundinnen befreien und brauche Hilfe. Oh, hinter dem Felsen hier? Ja. Sie wollten dieses leckere Moos in der Höhle fressen, als plötzlich von da ganz oben der Fels herunterstürzte. Nein, so geht das nicht. Da hilft nur ein großer Ast. Wo könnte ich so einen finden? Ah, ganz in der Nähe. Komm mit. Ja, damit schaffen wir es. Ja. Wir wollen hier raus. Seid ganz ruhig. Der Indianerjunge und sein Pony machen den Weg frei. Ja. Endlich frei! Wir müssen
nett und ein andermal gern, doch wir müssen jetzt die roten Steine holen. Aus der Schlucht der roten Steine? Lass das bleiben. Gleich am Eingang hat ein großer Braunbär seine Höhle. Und er ist sehr launisch, manchmal freundlich und fröhlich. Traurig aber auch. Und ist er das, wird er ganz böse und gefährlich. Es wird Zeit, dass wir gehen. Und nun nimm den Ast an dich. Mit dem hast du unser Leben gerettet. Ob der nicht etwas zu groß ist? Ich hab's. Ich werde nur den kleinen Zweig mitnehmen. Der reicht, um mich an euch zu erinnern. Ja! Hast du das etwa auch nicht gehört, kleiner Donner? Gewesen sein. Wir sollten uns jetzt wirklich beeilen. Die roten Felsen, da finden wir den heiligen Steinbruch. Aber wir finden ihn sicher nicht vor Einbruch der Nacht. Lass uns einen Platz zum Schlafen suchen. Stimmt, nun ist es zu spät. Ich konnte die Ziegen doch nicht im Stich lassen, oder? Sieh nur, da ist der Eingang in den Steinbruch. Tu ihm ja nicht! Hey, Knickohr! Bleib stehen! Vorsicht vor meinen Hufen! Und vor meinen Zähnen! Oh, wie? Für den kleinen Menschen wollt ihr euch mit mir anlegen? Das ist mein Freund Yakari und er kann mit allen Tieren sprechen. Das ist doch eine glatte Lüge. Nein, es stimmt. Wirst du ja gleich hören. Das würde ich sehr gern hören. Kümmer du dich um Yakari, kleiner Donner. Ich kümmere mich um den hier. Yakari, Yakari, wach endlich auf. Ach, ein Glück. Alles in Ordnung, Yakari? Ja, es geht schon wieder. Nur keine Angst. Nun sieh mal, wer da ist. Hey. Und da ist noch jemand, der es gar nicht erwarten kann, mit dir zu reden. Ich grüße dich, Bär. Ich bin Yakari. Oh, sowas. Dann ist es wahr. Du kannst unsere Sprache wirklich sprechen. Mhm. Ich wollte dich nicht stören. Ich bin auf dem Weg zu dem heiligen Steinbruch der Sioux, dahinter. Heute früh bin ich sehr schlecht gelaunt aufgestanden. Hier kommt heute kein einziger mehr durch, verstanden? Und wenn es mir gelingt, dir gute Laune zu machen, würdest du mich dann durchlassen? Ach ja, dann vielleicht. Na los, versuch's. Oh ja, das gefällt mir. Meine Laune ist schon viel besser. Nur noch nicht gut genug, um dich durchzulassen. Ja, jetzt weiß ich, was dir wirklich gute Laune schenken wird. Ein besonders wertvolles Geschenk. Wieso ist denn dieses kleine Holzstückchen so wertvoll? Es hat eine Geschichte. Zwei Leben hat es gerettet. Du kannst daran denken, wenn du es anschaust. Und daran wirst du dich erfreuen. Gut, ich nehme es an. Aber ich werde noch viel mehr an dich denken, Überbringer der guten Laune. Und dieses kleine Lied wirst du sicher auch nicht so schnell vergessen. Oh ja, aber nun geht hinein und holt euch so viele Steine, wie ihr wollt. Vielen Dank, Bär. Aber ein einziger Stein wird reichen. Jetzt verstehe ich, warum all unsere Leute sagen, es sei das Blut der Erde. Großer Adler! Damit hast du nun deine Aufgabe erfüllt, Yakari, denn du hast auf das gehört, was dein Herz dir sagt. Du hast den Stein verdient, so wie du auch deine Feder verdient hast, die du mit Stolz tragen kannst. Auf Wiedersehen, großer Adler!
Yakari. Ich muss mich sehr konzentrieren. Vielen Dank für die Hilfe mit dem Bären. Ich wusste, dass uns jemand folgt. Wieso hast du dich nicht früher gezeigt? Ich schämte mich so. Die Friedenspfeife hatte ich ja kaputt gemacht. Na, und jetzt musstet ihr meinetwegen diesen weiten Weg gehen. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Yakari, ich danke dir ebenso wie all die unseren des Stammes. Dieser Dank gilt auch kleiner Donner. Hm. Und auch Knickohr. Mhm. Komm, Knickohr, da wartet was Leckeres auf dich. Eben hätte ich fast gedacht, dass wir wegen Knickohr noch einen Stein holen müssen.